Ich habe schon gehört. Wunderschönen guten Abend, Schnürschuh. So, Essen, Trinken. Ich glaube, Essen machen wir wieder nach dem Trinken. Auf jeden Fall ist heute noch Herbst. Würde ich jetzt mal so tippen. Das heißt, heute können wir noch ein bisschen bauen. So, mein Junge, wie war die Hochzeit? Soll ich das wirklich hier jetzt alles erörtern? Oder wollen wir dazu mal einen Just Chatting Stream machen? So, Kevin, komm mal mit. Du kannst ja mal. Brauche ich ja nicht. Hol Stämme und Behälter füllen. Also ihr könnt das unter euch ausmachen. Ich erzähle euch das auch heute, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich mich mehr darauf konzentrieren kann. Ich wollte nächste Woche mal wieder einen Just Chatting Stream mit reinknallen. Ich glaube, das ist besser. So. Wo fangen wir denn an zu futtern? Hier, ne? Einfach. Wir drücken uns einmal mal was rein. Und. Ah. So, den auch. Ich sehe gerade, ihr seht das nicht, ne? Ach, ich bin wieder mit meinem Dings davor, mit meiner Birne. Hier, wenn ihr genau guckt, da ist sie. Durchs Fenster sieht man sie. Sie ist schon wieder auf Pirsch. Ich sehe es ja auch auf der Minimap. Aber da habt ihr ja meine hässliche Fresse. So. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Mal gucken. Also, ich weiß, ich hatte mich ziemlich zuletzt gefreut, wie lang doch mein Ding ist. Ich meine, das Seil. Das Seil. Und das war richtig cool. Bis hier kommen wir schon. Bringt uns nur jetzt noch nichts. Erst wenn wir hier oben weiter aufmachen. Ne? Genau, das war das Ding. Wir müssen jetzt erstmal über die andere Geschichte noch weitermachen hier. Ich weiß auch gar nicht mehr, hatten wir... Die habe ich bestimmt verbaut, oder? Die halben? Natürlich, sonst wären sie ja weg gewesen. Das heißt, ich kann jetzt einfach nach oben schicken. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn da oben jetzt nicht voll ist. Das weiß ich natürlich nicht. Was ich natürlich noch mitgekriegt habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Auf dem Discord, weil ich war jetzt durch die Hochzeit auch so ein bisschen wenig online auf dem Discord und so. Und wenn doch, habe ich irgendwie, also meine Birne war ganz schön weich in den Tagen, weil ich so viel im Kopf hatte. Die gute Frau Thies hat ihr Baby gekriegt. Also falls ihr ihr gratulieren wollt über Discord, wird sie sich bestimmt freuen. Also sie wollte heute auch noch kommen, sofern das Kind das zulässt. Aber da gehe ich jetzt mal ganz stark nicht von aus. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir heute nichts von Sophie hören werden. Aber das weiß man nicht, ne? Die Kinder sind ja so unterschiedlich. Die einen kriegst du nicht mit und hörst du nicht und weiß der Geier. Und die nächsten sind wieder... völlig rabaukenmäßig unterwegs. Am Mädel. Am Madel.
Oh Gott, ich hänge schon wieder fest, oder? Ah. Das ist nochmal hier verbesserungswürdig. So, wo sind wir denn? Hier sind wir noch. Okay. Wir haben die 6. Etage noch nicht ganz zu. Das machen wir jetzt. Und dann geht's ja weiter nach oben. So. Genau. Und jetzt kommt Etage 7. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein paar. Erste Woche nach der Geburt war bei dir auch nur schlafen, essen, kuscheln. Ja. So eigentlich nicht verkehrt, ne? Ah, genau. Wir müssen erstmal hier noch den machen. Was meint ihr, wie viele Etagen brauchen wir noch, damit wir fertig werden und aufs Meer gucken können? Das Ding ist, ich habe so das dumme Gefühl, dass wir noch einen Winter dazwischen kriegen. Das wäre jetzt nicht so geil. Muss ich zugeben. Oh, Bärbel hat schon wieder Ärger. Habt ihr euch die Zahl gemerkt, wo wir das Fernglas draufgeknallt haben? Nein! Na gut, den kann ich noch holen. Acht. Ich glaube, es war... Jawohl. Mal gucken, mit was Bärbe sich angelegt hat. Also ich glaube, 3 Etagen gehe ich jetzt mal von aus. Also wir sind so 10 Etagen brauchen wir. Dann können wir, glaube ich, gut aufs Meer gucken. Also meine Uhr sagt mir gerade, ihr seid gerade alle dabei, Sophie zu gratulieren. Was ja auch nicht verkehrt ist. Finde ich echt süß. So. Wie sieht das aus, Kelvin? Ja, so ein bisschen hat er schon. Ich glaube auch, wir sollten bald mal wieder, damit wir nicht so viel laufen müssen, unser Holzlager ändern. Und meine Idee war ja jetzt, diesmal die hier vorne zu machen. Also diese nächste Etage. Nächste Etage müssen wir mal gucken. So, wir gehen mal eben. Weil ich hätte das gern so, dass dann. Wir nehmen ja jetzt die als Namen zusammen, Julian. Namen zusammen, Julian. Namen Julian. Du hast geschrieben, Namen zusammen. Alter. Egal, ich bin dumm. So. Also, wenn wir die Etage wieder so haben wie hier, dass wir hier die Seilwinde ranmachen, Holz hier vorne sammeln. Dann noch eine Seilwinde, ein höher dran, die wir benutzen. Damit wir nicht diese Schräge wieder bauen müssen, die wir ja ein bisschen schwieriger abbauen können. Die Frage ist, ob das alles noch so funktioniert mit Seilbahn, weil
Ey, wir sind ja doch schon recht weit oben. Aber es ist halt echt so, ich glaube, ich will jetzt auch das Meer sehen. Wenn wir jetzt schon einen Turm bauen, dann richtig. Julian, nicht wundern, dass gerade keiner schreibt. Die sind gerade ein bisschen abgelenkt. Die melden sich bestimmt gleich. Die sind nämlich gerade auf dem Discord unterwegs. Und gratulieren jemand aus der Community, der Nachwuchs bekommen hat. Oder die Nachwuchs bekommen hat. Na, siehste, da sind sie doch schon wieder. Die Transferleuter wollen. Gänge auch. Oh Gott, ich kann schon wieder nicht richtig reden heute. Okay, das ist nur Bärbel. Ich dachte eben, oh Gott, da kommt jemand angelaufen. Kevin, du kannst auch den einen Baum da in der Mitte nehmen, der so ein bisschen nervt. Ich will aber nicht. Okay. Ich lass dich. Und Äste in die Fresse. So, mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Oh Gott, das war knapp. Jetzt komme ich nicht hoch, ne? Ich bin im Boden drin, oder? Nein. Jetzt geht's. Ah. Jetzt geht's. So, das ist die Wand, die wir als erstes brauchen. Um wieder eine Treppe zu bauen. Ha. Also baue ich die als erstes zu. Nur damit ich die Rampe / Treppe schon mal vorbereiten kann, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mhm. So. Deadlift. So, genau hier geht es los. Auch schnell weg so ein Holz, ne? Ich glaube, Kevin wird so schnell nicht nachkommen. Seufz, ich wäre ja auch gern Mama geworden. Gott sei mit dir. Gab's da Komplikationen? Keine Ahnung, das weiß nur er. Da kann ich auch ein Lied von singen. Bei uns hat's nämlich auch nicht geklappt. Oh. Ich habe jemanden gehört. Oh! Der war gerade wahrscheinlich am Kacken. Und hat ihn nicht rausgedrückt gekriegt.
Okay. Besucht auf jeden Fall nicht Kevin, das ist schon mal gut. Ja, wir brauchen bestimmt locker 10 Etagen, bis wir das Meer sehen. Ha. Ach, Kevin kommt wieder nicht hinterher. Na ja, gut, ein bisschen was hat er. Ich geh mal nun da. Ach Gott. Das ist ja nicht so schön, Cherry Fairy. Bei mir ist es eher meine Schuld. Meine Jungs sind... Boah. Wie soll man es ausdrücken? Langsam, nicht die hellsten und würden von alleine den Weg nicht finden. Und wir haben es auch einmal mit künstlicher Befruchtung versucht. Sehr, sehr viel Geld verbrannt, natürlich. Kennt man wahrscheinlich. Das Geld ist am Ende gar nicht das Schlimmste, aber es geht ganz schön auf die Psyche. Hattest du Mumps im Teenager-Alter? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht mehr. Also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Kindesalter. Ja. Also was ist immer nicht schön. Also allgemein, also egal was am Ende so der Grund ist, natürlich... Alles ist irgendwie traurig, ne? Und ärgerlich. Ja, danke. Ich. Ah, nee, nur ich. Aloe Vera Samen gesammelt. Guck mal, wir müssen... Ich glaube auch, meine Frau ist da immer noch nicht so ganz drüber weg. Also die würde auch immer noch gerne Kinder bekommen, während ich mittlerweile schon so den Standpunkt vertrete. Na, komm, lass sein. Ich bin da, hab da irgendwie so nicht mehr den Bock drauf. Jetzt bin ich natürlich auch schon in einem gewissen Alter und nicht der gesündeste und ich sehe dem Sinn da nicht mehr hinter, jetzt noch Kinder zu bekommen. Klingt irgendwie doof, aber also ich sehe das ja auch mal so, wenn wir Besuch haben mit Kindern. Ich bin schon froh, wenn die wieder weg sind. Auch so, nicht weil ich Kinder nicht mag, sondern ich finde es halt einfach sehr, sehr anstrengend. Natürlich ist es auch irgendwie traurig, dass es so anstrengend ist, weil das für mich ein Grund ist, keine Kinder zu bekommen. Für meine Frau noch nicht so. Die sagt, ja, ich regel das alles. Ich sage, ja, was willst du denn noch alles machen? Die muss ja eh schon so einiges abfangen. Was momentan auch wieder weniger wird. Dadurch, dass ich ja auch Sport mache. Aber um ein kleines Beispiel zu nennen. Das Kind schreit und die Frau ist gerade mal überfordert. Passiert ja auch mal. Und will kurz mal die Ruhe haben und drückt mir das Kind in den Arm. Das wird nicht lange dauern, dann muss ich ihr das Kind wieder geben, weil ich es von der Fitness her, von der Lunge her, irgendwann zu anstrengend ist und ich keine Luft mehr kriege. Das sehe ich jetzt auch mal, wenn ich, wie gesagt, von Freunden von uns das Kind auf dem Arm habe. Das geht halt nicht ewig. Oder bauen wir das doch wieder so, damit wir mehr Platz haben? Ich glaube,
Ja, wir wissen ja, wie wir es jetzt wieder zubauen, ohne dass wir irgendwas abreißen müssen. Die Kleinen werden auch immer aktiver. Da gibt es so viele Gründe. Also, da können wir, wie gesagt, auch gerne nochmal drüber sprechen nächste Woche im Just Chatting Stream. Da habe ich im Endeffekt jetzt auch sehr viel zu erzählen durch das Hochzeitswochenende. Wir hatten ja sehr viel Kinder hier und sehr viel Besuch und ja, da habe ich wieder so einiges gemerkt, was bei mir mittlerweile einfach auch vom Kopf her vernünftiger ist, mich gegen Kinder auszusprechen. Also, dass ich Kinder habe. Na, also, nicht allgemein. Versteht mich nicht falsch. Scheiß Kinder! Nein. Ja. So. Ey, so, Kevin kommt gerade schon wieder nicht so gut nach. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal die Axt schwingen. Ja, ich bin einfach mächtiger Typ. Ich muss ab und zu mal rausschreien, wie viel Kraft ich einfach habe. Das ist so. Achtung, Bärbel. Ich will dir jetzt nicht die Axt ins Gesicht hauen. Danke.